Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu Ihrem Magazin aus dem Ostallgäu und Kaufbeuren. Heute begrüße ich Sie hinter dem Krankenhaus in Füssen. Die Kliniken hier im Ostallgäu sind hochdefizitär und befinden sich in einem schwierigen Sanierungsprozess. Saniert werden allerdings nicht nur die Finanzen. Hier in Füssen sind außerdem die Bagger angerückt. Wie die Kliniken im Ostallgäu an einer besseren Zukunft bauen und welche offenen Fragen es dabei hier und da noch gibt, das will ich mir in dieser Sendung einmal anschauen. Das Füssener Krankenhaus hat eine lange Geschichte. Der Altbau im Zentrum ist inzwischen über 100 Jahre alt. Dass da Erneuerungsbedarf besteht, verwundert nicht. Doch lange passierte nichts. Laut Klinikchef Philipp Ostwald ist die wirtschaftliche Misere der Kliniken im Ostallgäu dafür mitverantwortlich. Ja, für die Zeit vor 2013, bevor ich kam, kann ich nicht sagen. 2013 war die wirtschaftliche Situation schwierig. Wir haben dann erstmal gesagt, wir schauen uns alles ganz genau an, stellen auch den Baubeginn zurück, haben dann die Umstrukturierung vorgenommen. Jetzt geht die wirtschaftliche Situation in die richtige Richtung und jetzt haben wir das Projekt wieder aufgegriffen und arbeiten mit Volldampf dran. Und so entsteht jetzt gleich hinter der Klinik ein Streifenfundament aus Beton. Darauf wird ab Anfang Oktober ein Interimsbettenhaus gestellt. Wenn es fertig ist, beginnen Abriss und Neubau des alten Bettenhauses. Gerne hätten wir uns angesehen, welche konkreten Probleme es im Altbau gibt. Doch leider wurde uns dafür die Drehgenehmigung verweigert. Wir haken im Interview nach. Gut, es ist wie überall so. Energetisch haben sich die Anforderungen an Gebäude deutlich verändert. Das bestehende Gebäude dort ist teilweise über 50 Jahre alt. Also eine energetische Sanierung ist sowieso zwingend notwendig. Auch in der Krankenversorgung hat sich viel getan. Unter heutigen Maßstäben seien die funktionellen Zusammenhänge der Zimmer nicht mehr sinnvoll, so Ostwald. Die Realität der Klinikarbeit habe sich gewandelt. Schauen Sie, wir haben heute viel, viel kränkere Menschen im Krankenhaus. Die Liegedauer hat sich ja von über 20 Tagen auf 6-7 Tage eingependelt. Die Leute, die bei uns liegen, sind schwer krank. Da muss die Pflege immer ganz nah dran sein. Der Mittelpunkt einer Station muss der Pflegestützpunkt sein. Und damit die Pflegekräfte und auch die Ärzte immer ganz schnell beim Patienten sind. Und all das muss man heute eben bei der baulichen Gestaltung auch berücksichtigen. Auch im Interimsbettenhaus soll das schon umgesetzt werden. Bis es fertig ist, soll der Baulärm die Patienten gleich nebenan nur möglichst kurz stören. Deswegen wird das Interimsbettenhaus aus vorgefertigten Modulen zusammengebaut. Ungefähr so wie bei diesem vergleichbaren Projekt in Freising. Trotz Baukastenprinzip soll das Gebäude hohen Ansprüchen genügen. Ah, das ist ein perfektes Haus. Das ist zwar in Modulbauweise gefertigt, damit es schneller geht, aber es ist ein ganz normales Krankenhaus, Bettenhaus in perfekter Qualität. Wir haben in jedem Zimmer Nasszellen, wunderbare Ausstattung mit Blick auf den Lech. Also da werden sich die Patienten freuen, wenn sie da rein können. Die Module werden derzeit in einer Fabrik hergestellt. Wenn sie auf der Baustelle ankommen, werden sie bereits zu 90% fertig sein. So soll das zweigeschossige Gebäude schon im Dezember stehen. Dann können die Gynäkologie und die geriatrische Reha einziehen. Das Projekt ist eine finanzielle Herausforderung. Insgesamt haben wir hier ein Volumen von fast 20 Millionen Euro. Wir haben das Interimsbettenhaus, das wir komplett aus Eigenmitteln finanzieren müssen. Und den Neubau des Bettenhauses, der wird zu etwas über 50% vom Freistaat gefördert, also bezahlt. Die eigenen Anteile müssen wir selber finanzieren, zwischenfinanzieren über Bankdarlehen. 2018 soll an der Stelle des Altbaus dann das neue große Bettenhaus stehen. Bedeutet das Großprojekt einen Rückschritt für die finanzielle Gesundung der Kliniken im Ostallgäu? Philipp Ostwald macht sich deswegen keine Sorgen. Die Betriebskosten der neuen Gebäude heutzutage sind natürlich auch wesentlich niedriger als der alten Gebäude. Das heißt, auch diese bauliche Sanierung hilft, die wirtschaftliche Sanierung voranzutreiben. Klar müssen die Eigenanteile finanziert werden, aber die rechnen sich ja auf 30 Jahre oder mehr um. Da ist die Belastung eigentlich relativ gering. Zusätzliches Geld könnte dieses Gelände in die Kasse spülen. Vor guten 2 Jahren wurde die Klinik in Marktoberdorf geschlossen. Nur die Wundambulanz ist noch in Betrieb. Der Rest des Geländes verwahrlost inzwischen. Eine Nachnutzung ist noch immer nicht gefunden. In der ersten Ausschreibungsrunde waren wir natürlich auch sehr stark auf eine medizinische Nachnutzung fokussiert. Das war der klare Wille und Wunsch der
regionalen Bevölkerung, der Politiker und auch in unserem Verwaltungsrat. Leider haben wir keine Interessenten gefunden und sind dann in eine zweite Ausschreibung gegangen, wo wir die Anforderungen abgemildert haben. Auch die Stadt hat seit einiger Zeit ihren Hut in den Ring geworfen. Der Stadtrat hat sich das Vorkaufsrecht für das 43.000 Quadratmeter große Gelände gesichert. Geht es nach den Stadtvätern, wird das Krankenhaus abgerissen. Wir möchten da draußen eine Wohnbebauung haben und zwar auch mit sozialen Komponenten. Wie das genau dann aussehen wird, das wissen wir noch nicht, sind aber gerade an der Planung dabei und wir hoffen ganz stark, dass wir da zum Zuge kommen. Dass aus dem Gebäude eine Unterkunft für Asylbewerber werden könnte, scheint unterdessen vom Tisch. Wie berichtet, werden in der Nordstraße weitere Holzgebäude für Flüchtlinge errichtet. Doch nicht nur für die soll in Marktoberdorf wieder gebaut werden. Die Stadt hat in den letzten Jahren 400 Einwohner verloren. Wir möchten eigentlich schon bei unserer Größe bleiben. Ob wir jetzt wachsen müssen unbedingt, das ist eine andere Frage, aber zumindest unsere Größe halten. Wir haben natürlich auch große Arbeitgeber und viele Handwerker und Einzelhandel hier am Ort. Und da brauchen wir natürlich auch wieder auszubildende Lehrlinge, Facharbeiter. Und das ist uns ganz, ganz wichtig. Eine gemischte Bebauung mit bezahlbarem Wohnraum schwebt der Stadt vor. Es gebe bereits zahlreiche Interessenten für solch ein Projekt. Am Ende entscheiden die Kliniken Ostallgäu-Kaufbeuren, an wen sie verkaufen. Am Ende entscheidet jetzt die Wirtschaftlichkeit. Das ist in unserem Fall aber auch nicht ganz so einfach. Nicht das höchste Gebot kann zum Zuge kommen, sondern wir müssen auch immer die Fördermittelsituation berücksichtigen. Die Gebäude wurden mit Mitteln des Freistaats gebaut. Und hier können eventuell Rückzahlungen anfallen, wenn es keine Nachnutzung gibt, die im Sinne des Freistaates ist. Derzeit laufen die Verhandlungen mit den verschiedenen Bietern hinter verschlossenen Türen. Eine Entscheidung soll noch dieses Jahr fallen. Und ich bin jetzt bei Landrätin Maria Rita Zinnecker. Frau Zinnecker, die Kliniken Ostallgäu-Kaufbeuren stecken ja in einem finanziellen Sanierungsprozess. Wie gut sind Sie denn damit im vergangenen Jahr vorangekommen? Ja, wir haben die Sanierung jetzt vorangetrieben. Das wird weiterhin das große Thema sein. Mit Jahresabschluss 2014, den wir im Juni bekommen haben im Verwaltungsrat, haben wir das erfreuliche Ergebnis gehabt, dass die Defizite zurückgegangen sind. Wir hatten 2013 14,1 Millionen Euro und 2014 7,4 Millionen Euro, also eine positive Botschaft. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich nach wie vor einiges zu tun. Es ist weiterhin ein steiniger Weg vor uns, weil die Defizite müssen weiterhin reduziert werden. Ja, Sie sagen es, das Defizit hat sich schon verringert. Mit welchen Maßnahmen haben Sie das denn geschafft? Also einmal natürlich die bekannten Standardanpassungen mit der Schließung von Obergünzburg und Marktoberdorf und parallel die Optimierung des Managements. Und zwar waren da ganz, ganz viele kleine und große Stellschrauben notwendig, sind nach wie vor aktuell und werden weiterhin realisiert. Einmal die Prozessoptimierungen in den Häusern, dann die Personalsituation. Wir haben ja eigentlich bewusst niemand ausgestellt, aber die Prozesssteuerung vorgenommen, das Personal, aber auf der anderen Seite soll natürlich als wichtigstes Kapital der Kliniken motiviert weiterarbeiten. Also die Personalsteuerung in den verschiedenen Häusern wurde auch verbessert, sodass wir Überstunden abbauen konnten. Das hat auch einen erheblichen Beitrag geleistet. Dann die Einkaufskonditionen. Auch hier konnten wir Kosten reduzieren durch Bündelung. Und parallel natürlich das Leistungsspektrum, das ist eine Daueraufgabe, die medizinische Versorgung wurde ausgeweitet, das Leistungsspektrum erweitert. Trotz alledem, Sie haben es vorhin schon erwähnt, sind Sie ja noch nicht am Ziel. Welche sind denn die großen Herausforderungen, die noch vor Ihnen liegen? Also selbstverständlich ist die große Herausforderung weiterhin, das nach wie vor hohe Defizit abzubauen. Es wird, wie gesagt, ein weiterer steiniger Weg. Dann die Versorgung in der Fläche aufrechtzuerhalten. Der demografische Wandel, den spüren wir auch letztendlich. Wobei wir haben jetzt erfreulicherweise 2014
in 3 Häusern mehr Menschen versorgt wie vorher in 5 Häusern. Allein 2014 waren es über 30.000 Patienten, die stationär behandelt wurden. Parallel ist natürlich die große Herausforderung die Politik, die Rahmenbedingungen, die durch das neue Krankenhausstrukturgesetz vorgegeben werden sollen, die auch Auswirkungen im Klinikverbund haben werden. Ja, Sie sprechen es an, die Bundespolitik plant eine Reform für die Klinikfinanzierung in Deutschland. Viele Krankenhäuser Land auf Land ab machen sich Sorgen, dass das ihre Finanzen weiter belasten könnte. Wie sieht es denn im Ostallgäu bei den Kliniken aus? Also wir haben genauso wie alle anderen Krankenhäuser in Bayern große Sorgen. Wir haben natürlich auch politisch schon Initiativen ergriffen. Wir haben uns im Allgäuverbund an unsere Bundestagsabgeordneten gewandt, zuerst schriftlich und unsere Sorgen und Probleme kundgetan. Dann war am 28. Juli in Kempten ein gemeinsames Treffen der Landräte des Allgäus, des Oberbürgermeisters und der Vorstände gemeinsam mit den Bundestagsabgeordneten, wo wir nochmal deutliche Worte gefunden haben, die Ergebnisse dargestellt haben, die Auswirkungen diskutiert haben und unseren Abgeordneten mitgegeben haben, dass wir einen entsprechenden Einsatz auf Bundesebene erwarten. Und jetzt geht es ja im Herbst erst richtig los mit den Diskussionen auf Bund-Länderebene. Parallel gibt es am 23.09. einen Krankenhaus-Aktionstag zu dieser Thematik, unter anderem natürlich in Berlin, aber auch in Augsburg, wo man noch mal deutlich machen kann, dass die Krankenhäuser eine Grundstruktur im ländlichen Raum sind, in Bayern, und wir da schon entsprechende Auswirkungen befürchten müssen. Einmal der Wegfall des Versorgungszuschlags ist sehr bedenklich, dann der Mehrleistungsabschlag, der auf 5 Jahre verlängert werden soll. Und was für uns auch wichtig ist, das haben wir jetzt im Klinikverbund deutlich festgestellt, die ambulante Notfallversorgung muss besser vergütet werden. Also da erhalten wir momentan einen Erlös von rund 32 Euro und setzen durchschnittlich Kosten ein von 126 Euro, die uns dann nicht vergütet werden. Und nachdem über 50% der Fälle mittlerweile in der Notfallversorgung ambulant in den Kliniken behandelt werden, müssen die Politiker das, wenn irgend möglich, berücksichtigen und im Krankenhausstrukturgesetz entsprechend finanziell vergüten. Also ich fasse zusammen, da sind eine ganze Menge schwierige politische Fragen zu lösen. Sie tun vieles, um Ihre Meinung dort auch einzubringen in Berlin. Wie zuversichtlich sind Sie denn, dass man darauf auch eingehen wird? Politik ist immer ein Kompromiss. Wir werden weiterhin unsere Forderungen auch im Allgäuverbund formulieren und hoffen natürlich, dass Bayern sich bei den 16 Bundesländern auf Bundesebene mit seiner Struktur zumindest teilweise durchsetzen kann und die Forderungen entsprechend berücksichtigt werden. Frau Zinnecker, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch. Und das war's auch schon wieder aus dem Ostallgäu und Kaufbeuren. Tschüss und bis zum nächsten Mal.